Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Range Rover Villa, wenn man so ausspricht, aus dem Jahre 2018 an. Version 1.0 kommt wieder von Sheriff Robert Mods and Lazy. Ja, gibt es leider Gottes wie immer nur für PC und Mac. Einmal zu finden unter Mods und DLCs und dann Range Rover und oder unter Fahrzeuge und Autos/PKWs. Ja, wir haben das gute Stück. 200 Euro Unterhaltskosten am Tag, 620 PS, stufenloses Getriebe, 140 Liter Benzin, 220 km Maxspeed, 14,3 Tonnen. Ne, nicht wirklich, ne? 70.000 glattende Anschaffung, 3.570 im Leasing. Euch steht mit Anhängerkupplung, Reifenvariante, Hauptfarbe, Interieurfarbe 1 und 2, Felgenfarbe und Kennzeichen insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Config-Blöcke zur Verfügung. Ja, wie immer haben wir Anhängerkupplung, ja oder nee. Ne? Dann haben wir Reifenvariante, was eigentlich die Felgenvariante ist, ne? Also wir haben Standard. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Dann gibt es ja noch speziell Offroad. Und dann sind wir wieder bei Standard. So, Hauptfarbe, stehen euch diverse Farben zur Verfügung. Sollte für jeden was dabei sein. Ne, seht das Ganze ab, nun matt oder Perleffekt oder Standard. Es sollte für jeden wirklich was mit dabei sein. Interieurfarbe Nummer 1 ist hier die Sitze. Oder der Innenbereich der Sitze, Interieur, Color, Farbe Nummer 2 sind die restlichen Elemente. Felgenfarbe ist Felgenfarbe, Kennzeichen ist Kennzeichen. So, schauen wir uns das gute Stück an. Auch das ist ein alter Bekannter aus dem Vorgänger. Also hat man in dem Fall auch schon mal gesehen. Felgen hier mit Land Rover standardgemäß sehen soweit gut aus. Ich bin ein bisschen der Meinung, die Bremsdings hier ist ein bisschen klein geraten generell, aber okay. Wir haben vorne Range Rover mit draufstehen. Hier Kennzeichen, Fahrtleuchten, Blinker, Nebler hier unten. Wir haben überall Kollisionen, glitschen also dementsprechend auch nirgendwo durch. Oben so ein Panoramadach, was abgedunkelt ist. Wir haben in den Spiegeln Blinkern mit integriert. Hinten dann nochmal Range Rover, Bremslichter, Blinker rückwärts, Fahrtleuchten, Kennzeichen. Hier nochmal Weller, Dings mit der BIP 380 HSE. Sowie hier hinten die Endrohre. Ja, der Innenbereich, nicht wundern, das kann beim ersten Mal, wenn er reindrückt, kurz ein bisschen dauern, aber eigentlich nur ganz minimal. Links, rechts Spiegel, inklusive Rückspiegel, die sind soweit in ihrer Form. Ansonsten ist hier der Rest soweit auch alles schon über Monitore geregelt, ne? Also da ist auch nichts größtenteils mehr Analoges dabei. Gut, ist halt die Zukunft, ne? Ansonsten oben das riesen Panoramadach, da können wir dementsprechend auch rausschauen. Ja, und ansonsten sieht das eigentlich soweit alles ganz schnieke aus. Ich empfehle euch immer schwarz, aber ihr könnt das natürlich handhaben, wie ihr wollt. Einzige Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, seht ihr das hier oben bei den Dings, ne? Da ist so ein kleiner Schlitz und da hinten ist was Grünes. Das ist jetzt nicht etwa, weil da drinnen irgendwas ist, sondern wenn ich hier das Ding mal kurzerhand anmache und mal hier fahre, seht ihr, da kann man rausschauen. Da ist so ein ganz kleiner Spalt, der ist nicht geschlossen. Da könnte man sich vielleicht nochmal ransetzen, aber ansonsten alles Goodie. Ja, deswegen texturtechnisch soweit, bis auf diese Kleinigkeit alles perfekt. Du, hören wir uns mal einen Sound an. Ja, ist jetzt nichts Weltbewegendes, muss man sagen. Ja, also das ist halt normaler Sound, so, also ja, großartig aufregend und emotional wird es da jetzt nicht, aber ja, hört sich aber an sich trotz all dem noch okay an. Ne? Also besser so, als wie entweder irgendwas Lautes, ne? und irgendwelche kaputten Sounds. Also von daher, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, Thema Funktionalität, da müssten wir einmal hier reinschauen. Ihr seht, mit den Beinchen hier wird gearbeitet, beide Hände sind am Lenker, das haut soweit also auch alles mit hin. Spiegel links, rechts inklusive Rückspiegel funktioniert soweit auch, ist sogar mal so gut eingestellt, dass man wirklich sieht, was hinter einem los ist, ne? Muss man ja auch mal loben. Ansonsten, vorne haben wir Animationen drin, links seht ihr die KMH-Anzeige, die mit einem LS-Tacho synchronisiert ist. Rechts seht ihr RPM, in der Mitte seht ihr noch die aktuelle Uhrzeit, die soweit auch übernommen worden ist. Also das passt soweit auch, ne? Schon mal schick schön. Wunderbare Sache. Dann gehen wir einmal in die Nacht rein. Dann sehen wir halt hier generell, ne, Monitore ist halt hell. Wenn ich separat hier noch Licht anschalte, werden hier noch kleinere Elemente mit beleuchtet. Genauso hier vorne die Icons für Licht und Aufblendlicht und alles, das ist mit dabei. Wir haben sogar hier noch eine Innenbeleuchtung.
ne, Blinker und Co. werden ja vorne auch mit angezeigt, das passt soweit also alles. Ja, ansonsten haben wir einmal, ja, Tagfahrlicht könnte man sagen, beziehungsweise Standlicht. Da haben wir das normale Fahrtlicht, das und das Aufblendlicht. Könnt ihr separat mit Numpad 5 aktivieren und deaktivieren. Numpad 6 aktiviert dann das normale Fahrtlicht. Das Innenlicht könnt ihr allerdings nur über die F-Steuerung machen. Hinten Kennzeichenbeleuchtung ist soweit auch mit dabei. Ansonsten Blinker, wie ihr hier seht, funktioniert soweit auch. In dem Fall hat das Ding noch kein Lauflicht hier mit dazu. Ja, einmal hier da, einmal in den Spiegeln und einmal halt hier hinten. Hier ist es halt das Besondere, dass man hier einmal das Ganze durchleuchtet. Also das heißt, nur weil wir hier Tagfahrlicht anhaben, schaltet sich das Tagfahrlicht hier leider noch nicht aus. Das ist hier in dem Falle nicht mit integriert. Hupe ist die Standardhupe, ist in dem Falle nichts Besonderes, muss man dazu sagen. Ja, dann machen wir mal kurz hier, dass das Unwetter wieder seinen Lauf nimmt. Vielen Dank, danke, danke. Dann haben wir natürlich wieder die üblichen Funktionen. Taste X. In dem Fall hinten Kofferraum auf und Kofferraum zu. Ja, soweit so klar. Taste N sind dann einmal hier wieder die ja, Fensterheber, die ihr hoch oder beziehungsweise die Fensterscheiben, die ihr hoch und runter machen könnt. Und beim zweiten Mal öffnen sich dementsprechend hier noch alle Türen. Dann beim dritten Mal geht es wieder zu. Wenn ihr nur die Türen öffnen wollt, drückt zweimal schnell die Taste N und dann überspringt ihr die Animation bei den Fenstern. Ne? Ansonsten wie immer nach oben, nach unten. Ne, Radsturz einstellen, beziehungsweise Räder weiter raus oder weiter rein. Die typischen Funktionen von Sheriff Roberts. Ja, wenn wir uns dann noch den Lok anschauen, sehen wir sauber. Wir reden hier Pi mal Daumen von 86 MB, ist ein bisschen größer geraten. Allerdings, ja, mehr oder weniger noch verkraftbar. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis denn, oder Renne. Tschüssikowski. Tschüss.